Da ist Öle wie Mandarin und Neroli. Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Oder wenn ihr neu hier seid, dann freue ich mich natürlich, dass ihr jetzt gerade neu auf meinem Kanal draufgeklickt habt. Falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein solltet, könnt ihr das natürlich gerne hier unten tun und abonniert natürlich kostenlos. Ich möchte euch heute einen Lush-Haul abdrehen. Ich habe ein paar Sachen bei Lush geholt und ich dachte mir, es ist ganz interessant mal, was es gerade aktuell bei Lush gibt. Und ich würde sagen, wir beginnen sofort damit. So, als erstes habe ich dieses kleine Päckchen hier und das ist. Steht nicht drauf. ich weiß nicht mal, was es ist. Das ist eine Badekugel und zwar eine kleine Roboterbadekugel. Die haben wir für unseren Sohn geholt. Ich zeige euch die mal. Die ist so süß. Und die riecht auch so total toll. Und zwar sieht die so aus. Schaut mal. Und die riecht so gut. Das ist eine kleine Roboterbadekugel. Die riecht richtig, richtig angenehm. Nicht zu stark parfümiert, was ich auch sowieso immer bei Produkten nicht mag. Die kostet, glaube ich, um die 5 Euro und ist super, super schön. Man kann die mehrmals benutzen, bis zu 3 Mal, hat mir der Verkäufer gesagt. Und das fand ich einfach mega, mega cool, weil ich eigentlich immer Badezusatzreihen mache in die Badewanne. Also im Sinne von, dass es irgendwie sparkelt und so Blubberbläschen kommen. Das mag er nämlich total gerne. Dann haben wir hier eine kleine Probe mal mitgenommen und zwar von Prince Shaving. Das ist wie nennt man das genau, ein Rasiercreme, die nicht aufschäumt. Die cremt man, also man cremt sich ganz normal damit ein sozusagen an den Partien, wo man sich rasieren möchte und rasiert dann. Und die ist sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Da sind tonisierende Öle wie Mandarine und Nerolin gegen Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Sehr feuchtigkeitsspendend mit Chiabutter und Kakaobutter und Leinsamenengel wird deine Haut schön weich und geschmeidig. Und da mein Freund sehr sensible und empfindliche Haut hat und gerade nach dem Rasieren, fand ich das sehr, sehr interessant und haben wir einfach mal mitgenommen. Kostet so die kleinste Packung um die 10 Euro und das ist jetzt halt, wie gesagt, so eine kleine Probe, die wir uns abfüllen lassen haben. Und riecht mega gut, fühlt sich super schön an auf der Haut, also durfte mich schon so ein bisschen fühlen. Kann ich also nur empfehlen. Ich werde euch natürlich auch nochmal, wenn die Produkte aufgebraucht sind, eine kleine Review drüber geben, wie ich es wirklich fand. Und jetzt haben wir hier Bake It Alaska. Das ist eine Handcreme. Ich packe euch die mal aus, die so aussieht. Das ist eine Weihnachtsedition. Die kann man super... Autsch, wartet mal. Die kann man super verwenden für die Küche, weil die sehr geruchneutralisierend ist. Ein bisschen zitronig, minzig riecht. Das ist eine Handseife, die man für die Küche sehr, sehr gut benutzen kann. Die riecht wirklich sehr... Sehr frisch, die ist geruchneutralisierend und haben wir uns überlegt, wollen wir in die Küche machen und benutzen. Oh, göttlich, einfach wirklich göttlich. So, dann weiter zu einer Gesichtsmaske und zwar ist das die Brazenate Honey frische Gesichtsmaske, die man bis zu 4-5 Mal locker verwenden kann, wenn nicht sogar noch mehr. Ich werde da auch eine kleine Review drüber drehen, wie ich sie finde und so weiter. Und zwar ist das eine Gesichtsmaske, die erfrischende Mischung aus feuchtigkeitsspendendem Honig, stimulierendem Ingwer, klärendem Limettensaft und entgiftenden Koriander macht müde Haut wieder hellwach. Und das ist super für mich, weil meine Haut ist momentan dadurch, dass ich nicht gut schlafe, so sehr fahl und nicht wirklich strahlend. Und ich habe sowieso Problemhaut, das wisst ihr. Und da ist so eine Gesichtsmaske, die auf natürlicher Basis ist, immer sehr, sehr gut. Ich brauche sowas einfach und weil ich eben diese empfindliche Haut habe, kann ich nicht mit vielen künstlichen Stoffen arbeiten. Dementsprechend freue ich mich sehr, das nachher auszuprobieren und die soll man sogar im Kühlschrank aufbewahren, weil die sonst relativ schnell schlecht wird. So sieht das Ganze aus, ist eine klärende Maske, ist wie gesagt alles wie typisch Lush sehr organic gehalten und sehr, sehr schön. Und sieht für mich ein bisschen aus wie Salatdressing, ne? Aber wurde mir empfohlen, ich habe da im Laden noch nicht reingeguckt gehabt, ich habe einfach nur gesagt, okay, ich will was haben für meine Haut, was beruhigend ist. Sie wieder ein bisschen strahlender macht, da wurde mir das empfohlen und sieht aus wie eine Salatsoße. Aber wir probieren das Ganze mal aus. So, dann etwas, was ich für meinen Sohn mitgenommen habe und zwar ist das eine Seife. Die haben wir jetzt auch schon benutzt, deswegen kann ich euch schon ein bisschen was dazu sagen. Das ist diese hier, eine Handseife für Kinder. Die riecht so gut. Ich sag euch mal ganz kurz dazu, was das alles ist. Also die hat 4,31 Euro gekostet. Ich werde auch übrigens die ganzen Preise unten verlinken und falls man online bestellen kann, das weiß ich nämlich nicht, werde ich euch natürlich die Produkte unten verlinken. So, und zwar ist es eine Handwaschseife für Kinder, die mit süßem Toffee-Duft verwöhnt deine Haut mit dieser pflegenden Honigseife, deren Duftnote schon Kultstatus hat, das stimmt.
Also was ich dazu sagen kann, ich habe die jetzt schon ausprobiert und der Kleine auch. Wir alle drei haben sie ausprobiert, wir finden sie wirklich richtig, richtig gut. Es ist eine cremige Konsistenz, wenn man sie dann eingeseift hat, also wenn man eine kleine Creme drauf gemacht hätte. Es ist wirklich etwas Feuchtigkeit spenden, weil wie ich ja schon vorhin sagte, ich habe sehr trockene Haut immer wieder an den Händen durch das viele Hände waschen. Und die ist nicht so austrocknend wie die anderen Cremes, die ich, Handseifen, die ich zu Hause habe, so rum. Und ich kann die euch auch nochmal näher zeigen, obwohl wir sie ja jetzt schon benutzt haben. So sieht die jetzt aus, wie ein Toffee-Stück logischerweise. Und hier oben ist das Honig-Dings dran. Riecht einfach so, so lecker. Und die Hände riechen sogar sehr, sehr lange danach. Und wenn man die jetzt so angefasst hat, hat man auch wie so ein cremiges Gefühl auf der Haut, als ob man sich jetzt eingecremt hätte. Das ist super, super schön. Dann zu einem sehr spannendem Produkt, und zwar diesem Döschen hier. Das kaufen wir übrigens extra dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das alle von euch wissen. Das ist nämlich jetzt eine eine Seife für die Haare, also zum Haare waschen. Und die ist richtig, richtig doll feuchtigkeitsspendend. Ich mache auch die mal hier mal ein Stückchen weiter vor. So sieht die ganze aus. Die riecht wirklich, wirklich richtig gut. Soll sehr feuchtigkeitsspendend sein. Auch gut für die Kopfhaut sein. Und soll für mehrere Haarwäschen reichen. Ich habe jetzt erstmal halt so eine, also das ist die Full-Size-Größe, die Größe, die es gibt. Soll sehr, sehr lange halten. Es schäumt auch nur so ein bisschen auf, nicht so stark. Und hier ist drin, also die heißt Jason and the Argan Oil. Und logischerweise ist es ein festes Shampoo mit betörendem Rosenduft. Dank Arganöl ist es ein Schatz für alle, die kräftiges und geschmeidiges Haar haben möchten. Schäumen Sie es zwischen den Händen auf und gleich danach in die Haare damit. Also fand ich super spannend, habe ich so in der Art noch nie gehabt, so ein Produkt. Deswegen fand ich das halt jetzt auch sehr, sehr spannend, wollte ich unbedingt mal testen. Und der Duft hat mich einfach angesprochen, deswegen durfte das auch mit. Das war jetzt mein Lush Haul, ich hoffe, euch hat es gefallen, es war vielleicht auch ein oder zwei Sachen für euch dabei. Wenn ihr so eine Art Video öfter sehen wollt, weil ich kaufe da relativ gerne bei Lush ein, dann sagt mir das mal gerne, dann werde ich das natürlich machen. Und schreibt mir das mal bitte genial. Euer liebstes Lush-Produkt in die Kommentare, dass ich vielleicht auch mal was lernen. Neues entdecke. Das sind auf jeden Fall meine Apps, mit denen ich gerne lerne. Oder Badebomben, weil jetzt ist ja Badebomben-Saison. Und oh mein Gott, ich liebe Lush. Wenn wir noch jetzt schon bei den Apps sind, zeige ich das gleich nochmal. Das hat mich auf eure Empfehlung natürlich auch gespannt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Einmal. Wir sehen uns dann bald wieder am nächsten Montag. Da kriegt man am Anfang, wenn man eben die koreanische Sprache schafft und nicht lesen kann.